Alter. Es spricht nichts dafür, sie weiterhin hier zu behalten. Sie wissen, dass sie kein Werwolf sind und dass sie sich vor dem Vollmond nicht zu fürchten brauchen. Sie sind völlig gesund, haben ihre Zwangsvorstellungen hinter sich gelassen und müssen einfach wieder versuchen, auf eigenen Füßen zu stehen. Ich werde mich von Zeit zu Zeit nach ihrem Befinden erkundigen und wenn Sie jemanden zum Reden gebrauchen können, können Sie mich jederzeit erreichen. Ich bin immer für Sie da, also haben Sie keine Angst. Aber meine Frau, ich werde das alles nicht mehr los. Ja, den Tod eines geliebten Menschen vergisst man nie so einfach. Aber sie würde sicher auch wünschen, dass sie ihr Leben wieder leben und nicht, dass sie sich aufgeben. Sie werden das Leben da draußen schon meistern, denn es lohnt sich zu leben. Auch Sie werden es sicher bald wieder zu schätzen wissen, da draußen zu leben und machen zu können, was Sie möchten. Aber ich kann mir ein Leben da draußen ohne Vera einfach nicht vorstellen. Das haben wir doch schon oft besprochen, Henry. Verkaufen Sie Ihr gemeinsames Haus und fangen Sie an einem anderen Ort ganz von vorne an, wo Sie nicht alles an Ihre Frau erinnert. Ich bin fest davon überzeugt, Sie meistern das schon. Sie haben doch auch Menschen da draußen, die Sie lieben. Dr. Stevens, ich sagte doch, ich kann das nicht. Sie werden morgen entlassen und das ist mein letztes Wort. Ich kann Sie nicht hier behalten, wenn Sie gesund sind. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Sie müssen uns verlassen. Na? Da bist du ja wieder, Henry. Was wollte der Doc von dir? Ich werde morgen früh entlassen. Und dann bist du so schlecht drauf. Mensch, das ist doch super. Nein, verdammt, das ist es nicht. Ich muss hier morgen raus. Ja, und? Henry, ab morgen bist du wieder ein freier Mann. Du kannst machen, auf was du Lust hast. Mal soll ich dich essen gehen. Verdammt, du weißt doch, was da draußen alles passiert ist. Hier drin habe ich mich sicher gefühlt. Hier drin hast du und die anderen mir Halt gegeben. Was soll ich denn da draußen so ganz allein? Mensch, Henry, komm her und lass dich umarmen. Henry, nutz die Chance, wieder nach draußen zu kommen und fang ein neues Leben an. Versprich mir, dass du es da draußen so richtig genießt. Deine Frau hätte auch nicht gewollt, dass du Trübsal bläst. Vergiss mich aber bitte nicht. Und wenn du deine neue Adresse kennst, teil sie mir bitte mit. Klar, das ist doch Ehrensache. Okay, ich werde morgen die Anstalt verlassen und mein Leben wieder in die eigenen Hände nehmen. So wie der Doc und du es gerne von mir sehen wollt. Ihr habt schon recht. Vera werde auch nicht wollen, dass ich mich aufgebe. Jack, du bist ein prima Kerl, was immer auch kommt. Wir bleiben Freunde. Jetzt nur nicht sentimental werden. Lass uns lieber noch den Rest des Abends genießen. Wer weiß, wann wir uns das nächste Mal sehen. Nun also war es soweit. An diesem Morgen wurde ich aus der Nervenheilanstalt entlassen. Aber trotz Dr. Stevens Zuversicht brachte ich es nicht fertig, so einfach nach Hause zu gehen, in das Haus, in dem ich mit Vera so glücklich lebte. In das Haus, in dem dann das Grauen begann. Vera und ich wurden eines Nachts von einem Werwolf angefallen. Seither lebte ich in der festen Überzeugung, selbst ein Werwolf zu sein, und ließ mich von Vera in den Keller einsperren. Doch ich hatte nur einen Kratzer abbekommen und war nicht zum Werwolf geworden. Ich hatte es erst nach ein paar Tagen in der Nervenanstalt erfahren. Vera war in der schicksalshaften Nacht des Überfalls gebissen worden. Und sie war der mörderische Werwolf gewesen, der sein Unwesen getrieben hatte. Die Ereignisse erreichten ihren Höhepunkt, als uns Veras Mutter Hethy und ihre Schwester Martha besuchen kamen. Im Keller unseres Hauses kam es zum tragischen Finale. Veras Mutter hatte mit einer Pistole, geladen mit Silberkugeln, die ich für alle Fälle besorgt hatte, auf die Wolfsbestie geschossen und diese getötet. Nachdem der Werwolf seinen letzten Atemzug getan hatte, verwandelte er sich in Vera zurück. Damit war sie endlich von ihrem schrecklichen Fluch erlöst.
Doch ihre Mutter hatte es nie verwunden und so war sie 3 Jahre danach an gebrochenem Herzen verstorben. Die ganzen tragischen Erinnerungen machten mir sehr zu schaffen. Und daher fiel es mir alles andere als leicht, das Haus zu betreten. Doch nachdem ich einige Besorgungen gemacht hatte, war es dann doch soweit. Mit schweren Herzen stand ich vor dem Haus, in dem ich einst mit Vera so glücklich war. Bevor der Wolfsflug unser Leben zerstört hatte. Dann wollen wir mal. Alles sieht noch so aus wie damals. Nichts deutet auf das Unglück hin, das sich hier abgespielt hat. Merkwürdig. Es kommt mir so vor, als hätte ich das Haus nur kurz verlassen und wäre jetzt zurückgekehrt. Die Kellertür. Hier unten ist es also geschehen. Hier unten bist du gestorben. Meine geliebte Vera. Deine Mutter hat dir dein Leben gegeben und sie hat es dir wieder genommen. Ach, dieser verdammte Eimer. Hallo Henry, ich freue mich, dich zu sehen. Hat man dich endlich entlassen? Wurde ja auch höchste Zeit. Wie geht es dir denn? Hallo Susan, nicht wirklich gut. Ihr erinnert mich alles an Vera. Es sieht hier so aus, als wäre nie was passiert. Als wäre ich nie fort gewesen. Aber wie geht's dir denn? Ich habe mich sehr über deine Briefe gefreut. Hast du Bens Tod überwunden? Es tut mir so leid, was wir dir angetan haben. Du hast mir gar nichts getan und Vera auch nicht. Es war dieser verdammte Fluch, der sie befallen hat. Sie wusste nicht, was sie tat, als sie Ben zerfleischte. Sie war nicht sie selbst, als sie es tat. Sie hätte ja beinahe sogar ihre eigene Mutter getötet. Susan, wenn ich irgendetwas für dich... Genau das wollte ich gerade dir anbieten. Henry, wir haben beide Schreckliches erlebt. Vielleicht können wir es gemeinsam verarbeiten. Gerne. Sag mal, hast du schon zu Mittag gegessen? Ja, habe ich. Wie sieht es mit heute Abend aus? Hättest du Lust, heute Abend mit mir essen zu gehen und ein wenig zu quatschen? Ja, das hört sich gut an. Warum nicht? Ich würde mich freuen. Dann komm doch einfach so gegen 6 bei mir vorbei. Geht das okay? Wie wär's? 6 Uhr bei dir, ist notiert. Dann bis später. Okay, bis heute Abend dann. Klasse. Der Film war Gänsehaut pur. Ich hätte nicht gedacht, dass die nach 3 Teilen nochmal so einen tollen Film zusammenbauen können. Allerdings. Aber da siehst du es wieder. Wenn man mit dem Herzen dabei ist und nicht nur an die Kohle denkt, kommt auch was Gutes bei raus. Ich denke mal, wenn die keine guten Ideen mehr gehabt hätten, dann wäre der Film gar nicht erst gedreht worden. Psst, hast du das nicht gehört? Ich habe ja nichts an den Ohren. Was war das? Was soll das schon sein? Wahrscheinlich ein Penner, eine streunende Katze oder ein streunender Hund oder sowas. Das ist ein Wolf! Ja, klar. Sag mal, war der Film jetzt etwa zu viel für dich? Yoshi, das ist doch Quatsch! Hörst du denn dieses Heulen nicht? Ja, klar. Das ist ein Werwolf. Schau mal, wir haben hier sogar Vollmond. Ey, Spaß beiseite, das ist bestimmt nur ein Hund. Was soll's denn auch sonst sein? Das ist kein Hund, das ist ein Wolf. Du hast wirklich zu viele Horrorfilme gesehen. Überleg doch mal, ein Wolf hier in der Großstadt, hallo. Komm, wir gehen einfach weiter. Da vorne ist ja schon unser Auto. Thomas, hör mal, es ist weg. Nein, hör doch, dieses Tier oder was auch immer es ist, es umkreist uns. Ach du meine Fresse. Was machen wir jetzt? Wir müssen zum Auto. Nur so kommen wir schnell genug hier weg. Verfluchter Scheiße, was ist das? Oh mein Gott, das ist ein riesiger Kampfhund oder sowas. Wir schlagen einen Bogen und dann nichts wie ins Auto. Los, mach schon. Ja, ich komm ja schon. Mach schnell! Nur noch ein paar Meter! Ich... Hau ab, Yoshi! Hau ab! Scheiße! Nein!
Gemeinsam mit Susan Clayton hatte ich ihn gestrigen Abend sehr genossen. Sie hatte einen wirklich hervorragenden Braten mit Klößen gezaubert und wir hatten uns vieles von der Seele gesprochen. Es war eine wahre Befreiung für uns beide. Ihr Mann Ben war Opfer des Werwolfs geworden, zu dem Vera sich verwandelt hatte. Durch den Verlust eines geliebten Menschen wussten wir beide genau, wie der andere fühlte. Und so wollten wir auch weiterhin viel Zeit miteinander verbringen. Gegen 10 Uhr hatte ich mich schließlich bei ihr verabschiedet, da sie Frühdienst in der städtischen Klinik hatte und ihre Nacht somit nicht besonders lang werden würde. Obwohl ich erst in der kommenden Woche wieder zu arbeiten brauchte, mein Arbeitgeber hatte mir meine alte Stelle wieder angeboten, konnte ich nicht lange schlafen. Ich war wohl noch zu sehr den morgendlichen Rhythmus der Nervenheilanstalt gewohnt, in der um 6:30 morgens die Nacht schon zu Ende war. So entschloss ich mich, zu einem Bäcker zu gehen und mir ein gutes Frühstück zu organisieren. Hallo, ich hätte gerne 2 Stücke von diesem Mohnkuchen hier und eine Tasse Latte Macchiato. Ach ja, und eine Zeitung nehme ich auch noch. Sehr gerne. Zum Hieressen oder zum Mitnehmen? Ich frühstücke hier, aber die Zeitung will ich nur lesen, nicht essen. Sie haben vielleicht einen Humor am frühen Morgen, aber gerne. Nehmen Sie die Zeitung und den Mohnkuchen schon mal mit. Den Latte Macchiato bringe ich Ihnen dann gleich an den Tisch. Danke. Was bekommen Sie? 6,10. Hier sind 6,50. Der Rest ist für Sie. Oh, danke. Amerikanische Regierung? Keine Einsicht in Umweltfrage. Typisch. Erfolgsautor Franziskowski bekommt International Book Award für sein Lebenswerk. Bitte schön, Ihr Latte Macchiato. Danke. Gern geschehen. Ach, köstlich. Das freut mich. Oh, mein Gott, ist alles in Ordnung? Es war nichts in Ordnung, doch das konnte ich der Verkäuferin nicht sagen. Voller Entsetzen sah ich auf die Zeitungsseite, die ich soeben aufgeschlagen hatte. 2 Menschen von mörderischer Bestie zerfleischt. Mir lief ein eiskalter Schauer über den Rücken. Ich verließ das Café und eilte nach Hause. Was war in der vergangenen Nacht geschehen? Steckte hinter dem grausamen Doppelmord vielleicht ein Werwolf? Nachdem ich Susan gestern Abend verlassen hatte, war ich nach Hause gegangen und war schließlich vor dem Fernseher eingeschlafen. Doch hatte ich wirklich geschlafen? War das wirklich alles? Konnte es ein Zufall sein, dass ausgerechnet in der Nacht nach meiner Entlassung wieder ein Werwolf sein Unwesen trieb? Ich weiß nicht, was ich von der Sache halten soll, Mr. Connolly. Die Wunden, die den 2 Opfern des gestrigen Abends zugefügt wurden, sehen denen der Opfer des Werwolfs vor ein paar Jahren verdammt ähnlich. Sind Sie sicher? Die Opfer des Werwolfs, oder besser gesagt, der Werwölfin, hatten Verletzungen, die ganz besondere Merkmale vorwiesen. Seit den damaligen Morden gab es nie wieder Leichen, die solche Verletzungen zeigten. Hier im Ort gab es sowieso nur noch 7 weitere Tote. Und 4 von ihnen starben bei Unfällen. Aber auch aus anderen Orten sind mir Opfer mit solchen Verletzungen unbekannt. Ich habe extra Erkundigungen eingeholt, aber nirgends sind Leichen mit vergleichbaren Wunden aufgetaucht. Bis gestern Abend. Ob es einen neuen Werwolf gibt? Tja, auszuschließen ist das nicht, aber eines macht mich nachdenklich. Was meinen Sie, McCullen? Unweit des Tatorts haben die Kollegen einen Ausweis gefunden. Und dieser gehört niemand anderem als Henry Ashton. Sollte mir der Name etwas sagen? Er ist der Ehemann von Vera Ashton, der damaligen Werwölfin. Sie meinen, er könnte... Keine Ahnung. Richtig glauben will ich es eigentlich nicht. Er war ja nie ein Werwolf. Er hielt sich nur für einen. Wir entdeckten ihn damals im Keller. Er hatte den Verstand verloren und daraufhin kam er in die Sunrise-Nervenanstalt. Und soweit ich es mitbekommen habe,
ist er gestern als geheilt entlassen worden. Allerdings machen mich zwei Tatsachen in dieser Situation unsicher. Welche? Nun, zum einen ist es ein merkwürdiger Zufall, dass wir zwei vermutliche Werwolf-Opfer finden an dem Tag, als er aus der Klinik entlassen wird. Das ist allerdings richtig. Und zweitens befand sich am Tatort sein Personalausweis. Sie meinen, er könnte doch ein Werwolf sein? Wie gesagt, ich kann es mir nicht denken. Ich glaube eigentlich eher an einen neuen Werwolf. Henry Ashton war für mehrere Jahre in der Anstalt. Wenn er wirklich ein Werwolf wäre, hätte man dort doch bestimmt schon früher was gemerkt. Meinen Sie nicht auch? Natürlich, das hätte sich nicht verheimlichen lassen. Außerdem frage ich mich, was in der Zwischenzeit passiert ist. Warum gab es keine weiteren Werwolfmorde? Es ging erst gestern Abend los. Die beiden Jungs? Genau. Wissen Sie was? Es gibt noch etwas, was mich aufhorchen lässt. Seit dem ersten Werwolf-Vorfall sind immer wieder Menschen spurlos verschwunden. Sie meinen, die Bestie könnte seine Opfer entführt haben? Das klingt irgendwie merkwürdig. Wir können es jedenfalls nicht ausschließen. Was wissen wir schon über Werwölfe? Sie verwandeln sich bei Vollmond und mögen keine Silberkugeln. Aber Sie haben schon recht, hätten wir damals diesen Fall nicht gehabt, könnte man denken, es gäbe sie nicht. Sie wären reine Fiktion. Sie sagen, Henry Ashton hatte nur die Wahnvorstellung, ein Werwolf zu sein. Was wäre, wenn er sich irgendwelche Klauen gebastelt hätte und damit die beiden Jungs getötet hat? Glaube ich nicht. Ich denke, das Beste ist, ich werde ihm einen Besuch abstatten. Soweit ich weiß, wohnt er noch im alten Ashton-Haus. Auf diese Weise kann ich mir ein Bild von ihm machen und nachhaken, wo er gestern zur Tatzeit war. Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass er dahinter steckt. Verdammt! Wenn ich doch nur wüsste, was gestern Abend passiert ist. Wenn ich doch nur wüsste. Mist, wer will denn jetzt noch was von mir? Ashton? Hallo, Henry, hier Dr. Stevens. Ich wollte mich mal erkundigen, wie es Ihnen so geht. Hallo, Dr. Stevens. Naja, um ehrlich zu sein, nicht wirklich gut. Und doch, es geht mir eigentlich gut. Sie sprechen in Rätseln. Was gibt's denn? Haben Sie das nicht in der Zeitung gelesen? Nein. Was meinen Sie denn? Ich sage nur, mörderische Bestie zerfleischt Freunde. Ach, das meinen Sie, aber was hat das mit Ihnen zu tun? Mörderische Bestie. Damit könnte doch ein Werwolf gemeint sein. Mr. Ashton, hatten wir das nicht oft genug besprochen? Sie sind kein Werwolf. Was soll dieser nächtliche Überfall gestern also mit Ihnen zu tun haben? Aber das kann doch kein Zufall sein. Mr. Ashton, solch ein Vorfall sollte Sie beim besten Willen nicht gleich wieder aus dem Gleichgewicht bringen. Sie sind kein Werwolf und das sollten Sie nach der langen Zeit, die Sie hier bei uns verbracht haben, doch gelernt haben. Überlegen Sie doch mal, wo waren Sie gestern Abend? Was haben Sie gegen 11 Uhr getan? Ich war bei Susan Clayton, einer Nachbarin, die ihren Mann durch meine Frau verloren hat. Wir haben uns vieles von der Seele gesprochen. Ja, das hört sich doch richtig gut an. Ich verließ sie so etwa gegen 11 Uhr. Also sind Sie nach Hause gegangen. Ja, und ich habe ferngesehen, wobei ich aber eingeschlafen bin. Ja, aber Sie waren nicht in der City und schon gar nicht am Tatort. Also können Sie mit dem Doppelmord nichts zu tun haben. Es war sicher ein tollwütiger Hund oder, was ich mir aber nicht vorstellen kann, ein neuer, echter Werwolf. Sie selbst hatten aber nur die Wahnvorstellung, ein Werwolf zu sein. Ich muss jetzt zur Visite. Wenn Sie aber jemanden brauchen, ich bin für Sie da. Und reden Sie sich nicht ein, Sie hätten etwas mit diesem Mord zu tun. Ich gebe mir Mühe. Oh, es klingelt an der Tür. Grüßen Sie Jack von mir. Mach ich. Hallo, Mr. Ashton.
Kommissar McKellen. Wie geht es Ihnen? Kommen Sie doch erst mal rein. Wie wär's mit einem Tee oder Kaffee? Ach, also, zu einem Kaffee sage ich nicht nein. Er trat ein und ich schloss die Tür hinter ihm. Gemeinsam gingen wir ins Wohnzimmer, ich bat ihn Platz zu nehmen und machte uns Kaffee. Wir redeten eine Weile über die Vergangenheit, bis sie auf den gestrigen Abend zu sprechen kam. Sie haben von dem Doppelmord gehört? Ja, ich habe davon in der Zeitung gelesen. War es der erste Mord dieser Art? Solche Mordopfer gab es nicht mehr seit... Seit meine Frau ihr Unwesen trieb. Ja, so ist es. Und nun wollen Sie wissen, wo ich gestern Abend war? Ja, sagen Sie mal, vermissen Sie etwas? Nicht, dass ich wüsste. Mr. Ashton, diesen Ausweis haben die Kollegen unweit des Tatorts gefunden. Mein Ausweis? Haben Sie eine Ahnung, wie er dort hingekommen ist? Nein, ich weiß nicht, wie er dort hingekommen sein könnte. Haben Sie vielleicht verloren? Wo hatten Sie ihn zuletzt? Er wurde mir bei der Entlassung aus der Anstalt zurückgegeben. Ich habe ihn an mich genommen und mich verabschiedet. Dann bin ich erst mal einkaufen gegangen, da ich das Nötigste brauchte und erst mal nicht nach Hause wollte. Mr. Ashton, ich muss Ihnen diese Frage stellen. Wo waren Sie gestern Abend von 11 bis 1 Uhr? Machen Sie sich mal keine Gedanken. Sie müssen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ich war gestern Abend von 6 bis kurz vor 11 bei Susan Clayton. Sie hatte mich zum Abendessen eingeladen. Sie erinnern sich doch an sie, Herr Kommissar. Allerdings. Danach bin ich nach Hause gegangen und habe ferngesehen. Jetzt wollen Sie sicher wissen, was ich gesehen habe. Es war ein Liebesfilm mit Halle Berry, eine wundervolle Frau. Ich muss zu meiner Schande aber gestehen, dass ich während des Films eingeschlafen bin. Ja, da ist Ihnen etwas entgangen. Ich werde mich jetzt verabschieden. Ich muss meinen Kollegen bei der Suche nach dem Tier oder dem Killer helfen. Meinen Sie, es könnte ein Werwolf dahinter stecken? Ein großer Hund, ein Werwolf oder ein irrer Killer. Alles ist möglich. Ich frage mich, ob ich... Vergessen Sie diesen Gedanken besser gleich wieder. Sie haben kein spezielles Werkzeug, womit Sie jemandem solche Wunden beibringen könnten, oder? Außerdem wäre das alles viel zu knapp von der Zeit her. Nein, nein, Sie haben sicher ganz friedlich auf dem Sofa gelegen oder gesessen und haben geschlafen. Wir werden den wahren Täter oder das Tier schon finden. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Hier ist es. Hier auf diesem Hügel war ich immer als Kind zusammen mit meiner Mom. Ein toller Ausblick, den man hier auf die Stadt mit all ihren Lichtern hat. Mhm. Da unten ist so viel los und doch hier ist es seelenruhig. Wundervoll, nicht wahr? Ja, das kann man laut sagen. Und hier habt ihr immer über alles gesprochen, was euch bewegte? Ja, so ist es. Nach Dads Tod waren wir wie Freundinnen, nicht nur Mutter und Tochter. Und hier war genau der richtige Ort, um über alles zu reden. Es kommt mir so vor, als wäre es in einem anderen Leben gewesen. So lange ist das jetzt schon her. Ich war 14, als es geschah. Schätzchen, reden wir doch lieber über etwas anderes. Nein, Chris. Es ist gut, wenn ich darüber rede. Ich war 14, als diese Kerle meine Mom von ihrem Restaurant abfingen. Wir waren hier oben miteinander verabredet. Ich wartete bis tief in die Nacht hinein. Doch sie kam nicht. Ich ging nach Hause und erfuhr, dass mehrere Männer ihr aufgelauert und sie in ihren Wagen geschliffen hatten. Und sie brannten das Restaurant nieder und warfen den geschundenen Leichnam meiner Mutter hinein. Danach hatte ich nie wieder eine Person, mit der ich so viel teilte wie mit ihr. Mein armer Schatz. Doch vor 2 Jahren kamst du dann in mein Leben und gabst ihm einen neuen Sinn. Ich liebe dich. Ich dich auch. Du bist ein wundervoller Mensch. Ich würde mich freuen, wenn wir beide von Zeit zu Zeit hierher kämen, zur Erinnerung an meine Mutter und miteinander reden würden. Gern.
Hier oben sind wir allein für uns und hier stört uns keiner. Liebling, ich glaube, wir sind nicht allein. Hörst du, da bewegt sich was? Schade. Was ist das? Es hört sich an wie ein Tier. Ob es das Untier ist, das gestern diese beiden... Also jetzt machst du mir Angst. Sorry, das wollte ich nicht. Aber lass uns lieber gehen. Du hast recht. Das hört sich nicht gut an. Verdammt, was ist das? Das ist ein Wolf. Er kommt genau auf uns zu. Wir müssen hier weg. Herr Chris, hörst du, wir müssen hier weg. Komm, wir müssen runter zu den Häusern. Diese Bestie hat es auf uns abgesehen. Lauf, Mary. Um Gottes Willen, lauf. Chris, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du musst, Mary, du musst. Ich kann nicht. Nein, Mary, tu mir das nicht an. Du verdammtes Mistvieh. Uns bekommst du nicht. Hier, friss das. Das hilft nichts, Chris. Chris, bitte lauf. Nicht ohne dich. Wir schaffen es nicht beide. Und ob wir das schaffen. Siehst du, da vorn sind bereits die ersten Häuser. Hilfe! Hilfe! Komm nur her, du Mistvieh. Lauf, Mary, ich versuche ihn aufzuhalten. Nein, Chris, nein. Das schaffst du nicht. Das werden wir ja sehen. Renn zum Haus und sorg dafür, dass sie die Tür öffnen. Komm her, du Mistvieh. Komm her. In Ruhe. Lass Mary in Ruhe. Verflucht. Nimm das, du Bestie. Ich habe die Bestie mit dem Mülleimerdeckel zu Boden geschlagen. Nicht sie weg. Lauf, Mary. Wir müssen hier verschwinden. Wer weiß, wie lange dieses Monster noch am Boden bleibt. Runter. Gehen Sie runter. Sie haben uns das Leben gerettet. Keine Ursache. Ich bin nur froh, dass ich diese Bestie zur Strecke bringen konnte. Was ist das für ein Ding? Es sieht aus wie ein Wolf. Aber ein Wolf in der Großstadt? Es ist eine besondere Spezies. Sie werden es gleich mit eigenen Augen sehen. Ist das der Mörder der beiden Männer, die gestern... Ich hoffe es. Chris, Liebling, du lebst. Ich befürchtete schon, dass diese Bestie dich erwischt hat. Liebling. Danke, dass Sie uns gerettet haben, Miss... Susan Clayton. Himmel, was ist das? Das Biest verwandelt sich. Tatsächlich, das ist ja nicht zu fassen. Eben sah es noch aus wie ein Werwolf. Und jetzt... Wird ein Mensch draus. Das ist ja Howard James Williams. Sie kennen den Mann? Ich kannte ihn. Vor 2 Jahren ist er spurlos verschwunden und nun... Nun ist er ein Werwolf. Ashton? Hallo, Henry, mein Junge. Tante Martha, wie geht's dir? Das wollte ich dich fragen, Henry. Ach, Unkraut vergeht nicht. Aber wie geht es dir denn? Na ja, das Alter macht sich schon bemerkbar. Und was damals vorgefallen ist, ist nicht ganz an mir vorbeigegangen. Ach, als wir dich da unten im Keller fanden. Und dann die Sache mit Vera. Wollen wir uns mal treffen? Henry, mein Junge. Du bist mir unheimlich. Genau das wollte ich dir auch vorschlagen. Willst du am Sonntag mal vorbeischauen? Ich mache auch den Erdbeerboden, den du so magst. Du musst dir keine Umstände machen. Papa la Papp, ich freue mich doch darauf. Ich mich auch, Tante Martha. Oh, ich bekomme Besuch. Du bist hier immer gern gesehen, mein Junge. Also spätestens bis Sonntag. Bis Sonntag. Nanu, Susan? Hallo, Henry, es gibt gute Neuigkeiten. Komm doch erst mal rein. Gerne. Was liegt dir denn auf der Seele? Was ist denn los? Du hast doch das mit den 2 Männern, die von einem Werwolf getötet wurden, mitbekommen. Sicher.
Der Mord geschah schließlich in der ersten Nacht nach meiner Entlassung, die zufälligerweise eine Vollmondnacht war. Ich habe die Befürchtung, dass ich... Hast du mir nicht zugehört? Ich habe eine gute Nachricht und sie heißt mit Sicherheit nicht Henry Ashton, du bist ein zweifacher Mörder und ein verdammter Werwolf. Also, was ist die gute Nachricht? Ich habe den Werwolf gestern Abend zur Strecke gebracht. Er wollte sich ein Pärchen holen. Doch ich bin ihm zuvor gekommen und habe ihn von seinem Fluch erlöst. Und wer war der Werwolf? Es war Howard James Williams. Kenne ich nicht. Man kann ja auch nicht jeden kennen. Ich kannte ihn. Und mich beschäftigt eines. Er ist vor fast 2 Jahren verschwunden und nun taucht er wieder auf. Und das als Werwolf. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Er ist verschwunden? Spurlos? Ja, von einem auf den anderen Tag war er wie vom Erdboden verschluckt. Bis gestern Abend. Das ist ja seltsam. Ja, aber egal. Er ist erledigt und eigentlich wollte ich dich fragen, ob du mit mir die Vernichtung des Werwolfs feiern möchtest. Gerne, wo doch jetzt diese Bestie zur Strecke gebracht ist und ich nichts damit zu tun habe. Aber ich lade dich zum Essen ein. Das hast du dir verdient, einverstanden? Einverstanden. Am Nachmittag gegen 3 Uhr holte ich Susan von zu Hause ab. Sie öffnete mir in einem wunderschönen roten Seidenkleid, das ihren wundervollen Anblick noch unterstrich. Wow, was für eine Frau. Ich bemerkte, dass ich begann, mehr für sie zu empfinden als reine Freundschaft. Wir hatten ein ähnliches Schicksal und sie war durch und durch eine wundervolle Frau. Ich musste an Vera denken. Nein, ich durfte und wollte sie so schnell nicht vergessen. Wir fuhren zum Restaurant, neben dem ein Zeitschriftenkiosk war. Hey, schau mal hier in der Zeitung. Da steht von deiner Heldentat. Die Bestie ist gefasst. Die Bestie, die unsere Stadt in Angst und Schrecken versetzt hat, ist keine Gefahr mehr. Susan Clayton, Bürgerin unserer Stadt, stellte den Mörder, als er sich 2 weitere Opfer holen wollte. Lesen Sie mehr auf Seite 3. Mann, das fehlt mir noch. Müssen die gleich meinen Namen bekannt geben? Mädchen, du bist eine Heldin. Da gibt's doch Schlimmeres. Ich will aber gar keine Heldin sein. Ich will meine Ruhe. Ah, schau mal hier. Ein Foto von Howard James Williams. Ich frag mich, wie er zum Werwolf wurde und wo er die letzten fast 2 Jahre gewesen ist. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, ich weiß, wo er war. Du weißt, wo er gewesen ist? Ich kenne diesen Mann unter dem Namen John Shawner. Ich frage mich zwar, wieso er einen anderen Namen hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein und derselbe ist. Er war Patient unserer Anstalt. Er saß immer apathisch allein in einer Ecke und starrte in den Park der Anstalt. Und wenn sich ihm jemand nähern wollte, knurrte er ihn böse an. Er war der absolute Einzelgänger. Bist du dir sicher, dass er es wirklich ist? Ich müsste mich schon sehr irren, wenn er es nicht ist. Aber da fällt mir ein, er wurde auch oft eingesperrt. Ja, wenn ich genauer darüber nachdenke, ich habe ihn nie nach Sonnenuntergang gesehen. Nur am Tag war er unter uns anderen. Ich frage mich, wie er in die Anstalt kam. Ich habe nie etwas davon gehört. Selbst seine Familie wusste nicht, wo er war. Und warum hatte er in der Anstalt einen anderen Namen? Ich kann mich ja mal erkundigen, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber lass uns jetzt reingehen, sonst vergeben Sie unseren Tisch anderweitig. Ja, mir knurrt auch schon der Magen. Wir genossen ein wundervolles Mittagsmenü in 3 Gängen bei Kerzenlicht. Dabei kamen wir uns wieder ein wenig näher und ich musste wirklich mit meinen Gefühlen kämpfen. Susan war einfach eine hinreißende Frau. Und ich konnte mir eine Beziehung mit ihr sehr gut vorstellen. Doch irgendwie sah ich dies als Verrat an Vera an. Aber hätte sie wirklich gewollt, dass ich mein restliches Leben allein lebte? Wie würde sie handeln, wenn es mich erwischt hätte? Ich war so glücklich mit Vera gewesen, bis zu dieser schicksalhaften Begegnung mit dem Werwolf. Noch ging ich Susan gegenüber ein wenig auf Distanz, aber ohne ihr vor den Kopf zu stoßen. Gegen 6 Uhr verließen wir das Restaurant. Wir machten danach einen Spaziergang durch den städtischen Park und unterhielten uns lange. Es war bereits 8.30 Uhr, als wir uns auf dem Rückweg zum Auto machten und ich meine Hemmungen gegenüber Susan langsam fallen ließ. Hand in Hand
liefen wir durch den Park und näherten uns dem Ausgang, als sie ein Geräusch hinter uns vernahm. Susan, hast du das auch gehört? Nein, was sollte ich gehört haben? Dieses, so hör doch. Mein Gott, das kann doch nicht sein. Henry, nein, nein! Mit einem pochenden Schädel kam ich zu mir. Was war geschehen? Und vor allem, wo war ich? Ich hatte das Gefühl, als würde mein Kopf im nächsten Moment explodieren. Langsam öffnete ich die Augen. Na? Da weilt ja wieder jemand unter den Lebenden. Dr. Stevens. Wo bin ich? Wie kommen Sie... Sie wissen nicht, was passiert ist? Nein. Was ist denn passiert? Ich habe mich in meinem Leben noch nie so geirrt wie in Ihrem Fall. Sprechen Sie doch nicht in Rätseln, Doktor. Henry, Sie sind eine Gefahr für sich und Ihre Umwelt. Es war ein Fehler, Sie von hier zu entlassen. Ich bin in der Anstalt, aber wieso? Sie wissen wirklich nicht, was passiert ist, Henry. Die Polizei hat Sie hierher gebracht. Sie haben Miss Clayton getötet. Was? Nein! Wie konnte das nur passieren? Dr. Stevens gab mir eine Beruhigungsspritze und mich übermannte bleiernde Müdigkeit. Ohne dass ich etwas dagegen machen konnte, schlief ich ein. Doch lange Zeit sollte der Schlaf nicht anhalten. Ein Geräusch schreckte mich hoch. Da war jemand an der Tür. Ich hörte, wie der Schlüssel im Schloss gedreht wurde. Und als ich die Tür schließlich öffnete, war meine Verwirrung komplett. Jack, du? Henry, wie geht es dir? Kannst du aufstehen? Ja, ich glaube, es geht. Aber was ist denn los und wieso hast du einen Schlüsselbund? Alles zu seiner Zeit. Wir müssen erst einmal hier weg. Wenn sie uns erwischen, ist alles zu spät. Jack, du sprichst in Rätseln. Du wirst schon noch begreifen, aber wir haben jetzt keine Zeit für lange Erklärungen. Also komm schon. Ja, ich komm ja schon. Komm schon, wir müssen durch diese Tür. Dahinter geht es zum Westflügel. Mensch, Jack, sag mir doch endlich, was wir hier wollen. Gleich. Schnell hinter den Wäschewagen. Da kommt jemand. Narren. Verdammt. Diese Narren laufen genau dorthin, wo wir hergekommen sind. Sie suchen uns. Wahrscheinlich haben sie den Wärter gefunden, den ich niederschlagen musste, um an den Schlüsselbund zu kommen. Henry. Wir müssen die anderen befreien und dann zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich verschwinden. Welche anderen meinst du und wieso suchen sie uns? Wieso wissen sie, dass ich... Henry, du bist kein Werwolf. Die wollen nur, dass du das glaubst. Die wollen dich hier einsperren, um dir dann später ihre grausamen Morde anzuhängen. Die Polizei soll glauben, dass du dahinter steckst und dass du untergetaucht bist, um nicht belangt zu werden. Was sagst du da? Zufällig konnte ich ein aufschlussreiches Gespräch belauschen, in dem es um dich ging und die ganzen Vorgänge hier. Ich wollte es nicht glauben, aber es ist wirklich wahr. Tatsächlich? Ja. Hör zu. Seit Dr. Stevens dich entlassen hat, wurde dir wohl jemand auf den Hals gehetzt, der den Auftrag hatte, dich zu beschatten. Irgendwann, als du essen warst, hat er dir deinen Ausweis geklaut. Um diesen dann einfach am Tatort zurückzulassen? Um mir den Mord an den beiden Jungs anzuhängen. Genau. Für die bist du der ideale Sündenbock. Und besonders, wenn du selbst glaubst, ein Werwolf zu sein. Moment, Jack. Wen meinst du mit die? Kannst du dir das nicht denken? Ehrlich gesagt, nein. Er ist eine Bestie. Ein wahres Monster. Und er hat eine Tarnung aufgebaut, die keiner durchschaut. Du meinst... Hinter allem steckt niemand anderes als Dr. Stevens. Aber wieso? Ich verstehe nicht. Er ist selbst ein Werwolf. Was? Ja,
und er versucht, dir seine Taten anzuhängen. Und dabei hat er immer so besorgt getan, dieser Mistkerl. Was ich aber nicht verstehe. Ja? Nun, der Werwolf war doch John Chawner. Susan hat ihn gestellt und getötet. Ach, du kennst noch nicht mal die ganze schreckliche Wahrheit, Henry. Was für eine schreckliche Wahrheit? Stevens hat Menschen entführt, um sich an ihnen auszutoben. Du meinst, er hat sie als Werwolf getötet? Ja, er wollte wohl seinen Hunger an ihnen stillen. Schließlich konnte er es nicht riskieren, sich als Werwolf nach draußen zu begeben. Wenn ihn jemand bei der Rückverwandlung gesehen hätte, wäre seine geniale Tarnung aufgeflogen. Das ist ja widerlich. Eines seiner Opfer konnte ihm fast entkommen. John Chawner. Doch auf der Flucht hat Stevens ihn gebissen und dadurch wurde Chawner selbst zu einem Werwolf. Ich kann es kaum glauben. Aber es ist wahr. Deshalb musste Susan sterben. Susan? Ist das nicht das Mädchen, von dem du immer erzählt hast? Deine Nachbarin, die damals in die Vorfälle verwickelt war? Ja, und sie wurde getötet, weil sie den Werwolf vernichtet hat. Wenn man es genau nimmt, hat sie Stevens eigentlich geholfen, einen unliebsamen Zeugen aus dem Weg zu räumen. Und trotzdem ist sie tot. Also, was machen wir jetzt? Weißt du, wo die von Stevens entführten Menschen sind? Das weiß ich. Sie sind hier im Westflügel. Von wegen schwere Fälle. Wir müssen sie rausholen. Genau das habe ich vor. Heute Nacht ist kein Vollmond. Von daher droht uns keine Gefahr. Wie keine Gefahr? Durch Stevens Biss wurde John Chawner zum Werwolf. Wer weiß, ob er nicht noch weitere Entführungsopfer zu Werwölfen gemacht hat. Aber da heute kein Vollmond ist, droht uns von ihnen keine Gefahr. Na, nichts wie los. Bevor Stevens und seine Hunde uns noch entdecken. So. Diese Tür noch. Nicht so laut, Leute. Man darf uns nicht hören. Ich dachte immer, in einem Sicherheitstrakt wären die wirklich gefährlichen Psychopathen eingesperrt. Stevens hat ganz normale Menschen, die er entführt hat, hier eingesperrt. Menschen wie du und ich. Welche Ironie. Stevens ist der, der hier eingesperrt gehört. Ist da niemand drin? Da muss jemand drin sein, das hört man doch. Aber warum kommt niemand raus? Vielleicht können sie nicht. Vielleicht sind sie gefesselt. Lass uns nachsehen. Was ist denn? Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Das ist ja schrecklich. Diese Bestie Stevens. Er hat sich die Menschen häppchenweise geholt. Das war wohl seine Speise. Menschen. Schließ wieder zu, Jack. Ich kann mir das nicht länger ansehen. Lass uns schnell abhauen, Henry. Wer weiß, was diese Bestien noch vorhaben. Hört mir alle zu. Wir müssen hier raus. Wir dürfen uns nicht aufhalten lassen. Wenn sich uns jemand in den Weg stellt, dürfen wir nicht zögern, ihn niederzuschlagen. Wenn wir ihnen in die Hände fallen, werden sie keine Gnade mit uns kennen. Ich bilde die Vorhut, Henry. Bleibt alle dicht beieinander, dass mir keiner zurückbleibt. Kapiert? Na, wo soll's denn hingehen? Macht bloß keinen Unsinn. Ich warne euch. Ihr kommt hier sowieso nicht raus. Dr. Stevens, Sie sind ein verdammter Killer. Ach, ein Killer? Vielleicht bin ich noch was Schlimmeres, Ashton. Denk mal drüber nach. Und jetzt gehen Sie alle schön ruhig zurück in Ihre Zellen. Nein, niemals. Sie haben den netten, hilfsbereiten Psychologen gespielt. Und in Wirklichkeit sind Sie ein eiskalter Killer, der seine Taten sogar noch anderen in die Schuhe schieben will. Na, wer wird denn ein so großes Mundwerk haben? Sehen Sie mal, wen Hank bei sich hat. Hank! Ja, Meister? Henry! Meister, soll ich Sie aufschlitzen? Susan, du lebst. Aber wie... Ich dachte, du wärst tot. Ruhe jetzt! Hank, das hat noch Zeit. Erst einmal bringen wir unsere Gäste zurück auf die Zimmer. Meinen Sie im Ernst, wir gehen zurück in die Zellen und warten darauf, dass Sie uns auch auseinandernehmen, wie diese bedauerlichen Menschen, die wir zurücklassen mussten? Ihnen wird nichts anderes übrig bleiben. Wir werden kämpfen. So einfach bekommen Sie uns nicht. Wir sterben lieber im Kampf, als in Ihrem Ersatzteillager zu landen. Ihr armen Irren. Ihr glaubt im Ernst, eine Chance zu haben. Die haben wir. Wir werden ja sehen, wer am Ende siegen wird. Wir sind in der Überzahl. Man wird sie für ihre Taten bestrafen.
Ungeschoren werden Sie nicht davonkommen, Stevens. Wenn Sie nicht gehorchen, wird Miss Clayton dafür als Erste bezahlen müssen. Wer sind Sie wirklich, Dr. Stevens? Und warum tun Sie das alles? Wer ich bin? Wer ich bin? Ich bin der Erste. Mit mir entstand das Volk der Werwölfe. Einst in einem kleinen Dorf im fernen Spanien verfluchte mich eine alte Zigeunerin. Und das nur, weil ich die Liebe ihrer Tochter nicht erwiderte. Sie trug ein Kind von mir unter dem Herzen. Als ich ihr sagte, dass ich sie nicht liebte, nahm sie sich das Leben. Die Alte sorgte dafür, dass ich nirgends mehr etwas zu trinken bekam. Um nicht zu verdursten, nahm ich einen Schluck Wasser aus einem Brunnen. Dadurch infizierte sie mich mit dem Wolfskeim. Ich war verflucht, als Wolf durch die Welt zu gehen. Man schlug und jagte mich aus jedem Ort, in den ich kam. Man hätte sie töten sollen. Der Fluch veränderte sich, so wie es sich die Alte wohl nicht vorgestellt hatte. Nach einer Weile wechselte ich immer wieder zwischen Mensch und Tier. Es dauerte lange, bis ich diesen Vorgang selbst kontrollieren konnte. Nur wenn Vollmond war, hatte ich keine Macht über den Fluch. Ich suchte die Alte auf und forderte sie auf, den Fluch von mir zu nehmen. Als sie nicht bereit dazu war, nahm ich sie mir Stück für Stück vor und bemerkte dabei, wie wohlschmeckend Menschenfleisch war. Sie Scheusal! Ich ging in meine Heimat zurück und ging in Vollmondnächten auf die Jagd. Sie glauben ja gar nicht, was das für ein Gefühl ist, seine Beute in die Enge zu treiben. Dieser herrlich entsetzte Ausdruck auf ihren Gesichtern und die Schreie, wenn man über sie herfällt. Verdammter Bastard! Was sind das für Umgangsformen, mein lieber Jack? Jack, lass es. Hören Sie auf Ihren Freund Jack. Jedenfalls werden Sie alle nun wieder in die Zellen gesperrt und haben die überaus große Ehre, meine nächsten Opfer zu sein. Sie verdammter Mistkerl, ich werde Sie stoppen. Natürlich, klar, Mr. Ashton. Was würden Sie denken, wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass wir uns von früher kennen? Von früher? Nun, vor einigen Jahren, in einer lauen Vollmondnacht. Sie und Ihre Frau Vera, allein unterwegs. Da trafen Sie ein weinendes Kind. Sie waren es, der damals Vera zum Werwolf machte. Das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur das Kind jagen und fressen. Doch sie mussten ja den Helden spielen und versuchten, das Kind zu retten. Aber mir kam das recht. Drei Opfer sind besser als eines. Sie Schwein! Nur kam dann dieser gottverdammte Polizist dazwischen, wie dem auch sei. Ich hatte eigentlich nicht vor, Vera zu verwandeln. Aber es ist nun mal so ein Nebeneffekt. Wer den Angriff eines Werwolfes überlebt, wird selbst zu einem. Die Jagd auf den Werwolf begann, denn man glaubte, es sei nur ein Werwolf. Als man sie tötete, musste ich mir etwas überlegen, um nicht auf mich aufmerksam zu machen. Und sie zogen sich in die Anstalt zurück und ließen die Menschen entführen. Sie haben mich gut belauscht. Sie haben nur die Überwachungskameras vergessen. Mein lieber Jack. Verdammt! Es ist einfach nicht das Gleiche, ob man das Essen auf dem Teller serviert bekommt oder selbst auf die Jagd geht. Nun, Mr. Ashton, es kam mir gut gelegen, dass Sie nach dem Tod Ihrer Frau in mein Institut eingewiesen wurden. Das ist doch der Hammer. Durch die Begegnung mit mir als Werwolf verloren Sie Ihren Verstand und dann bringt man Sie in meine Klinik, damit ich Sie wieder gesund mache. Nein, 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 ist das komisch. Ja, sehr, sehr komisch.
Jedenfalls tauchten sie gerade zur richtigen Zeit auf. Mr. Ashton. Ich musste nur alles so hinstellen, als wären sie der Täter. Jetzt kann ich endlich wieder außerhalb der Klinik auf die Jagd gehen, denn man wird denken, dass sie wieder den Verstand verloren haben und sich durch die Gegend morden. Selbstverständlich behalte ich sie fürs Erste hier. Das muss ja niemand wissen. Ich werde es schon so hindrehen, dass die Polizei sie für den Mörder hält. Und ich kann wieder in der freien Natur jagen. Wie habe ich das vermisst? Hier innerhalb der Klinik macht es nur halb so viel Spaß. Sie sind wahnsinnig! Das lasse ich niemals zu! Ich fürchte, es wird Ihnen gar nichts anderes übrig bleiben. Doch genug geredet! Gehen Sie jetzt zurück in Ihre Zellen! Oder wollen Sie noch immer gegen uns kämpfen? Wir werden kämpfen. Und wenn wir dabei draufgehen? Na gut, wie Sie wollen. Hank, jetzt darfst du sie aufschlitzen. Ja, Meister. Nein! Du feiger Bastard! Für Susan hätte ich mein Leben gegeben. Doch ich kam an den verdammten Wärtern und diesem Teufel in Menschengestalt einfach nicht vorbei. Noch dazu begann Stevens, sich in einen Werwolf zu verwandeln, während die Wärter sich auf uns stürzten. Hank hatte plötzlich einen Dolch in der Hand und setzte diesen auf Susans Brustkorb an. Ja, ein Schlüsselbund gegen den Kopf steckt niemand so leicht weg. Ach ja, wenn ich die Alte hier aufgeschlitzt habe, bist du dran, Kleiner. Das ist für dich, du Mistkerl. Durch Jacks Aktion mit dem Schlüsselbund war Hank kurz abgelenkt. Doch die Zeit reichte aus und Susan schlug ihm mit voller Wucht ihren Ellbogen ins Gesicht, woraufhin Hank ohnmächtig zu Boden ging. Wie ich erkennen konnte, hatte Jack und die anderen den zweiten Wächter überwältigt und schlugen nun auf ihn ein. In seiner Haut wollte ich jetzt nicht stecken. Ich zuckte zusammen. Stevens Verwandlung zu einem Wolfsmenschen war fast abgeschlossen. Sein behaartes Gesicht entblößte spitze Zähne und seine unheimlichen grünen Augen durchbohrten mich förmlich. Entsetzt wich ich zurück und erkannte ihn jetzt. Oh Gott! Der Werwolf, der Veras Schicksal damals besiegelt hatte. Zurück! Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ihr beutet den Kopf. Jetzt entkommt ihr schnell. Lauf zurück zur Glastür. Es gibt kein Entkommen. Stevens, du wolltest mich doch tot sehen, du feiger Bastard. Dann komm her und tu es selbst. Kannst du haben. Nicht, Susan. Er ist zu stark für dich. Nein, nicht. Vorsicht, Susan. Er rast genau auf dich zu. Wow. Sie hat ihn voll erwischt. Verdammt, er steht schon wieder auf. Susan, komm hierher. Nein, Susan, das kannst du nicht schaffen! Mit unmenschlicher Geschwindigkeit war der Werwolf ein letztes Mal auf Susan zugejagt. Diese war hochgesprungen und hatte sich um ihre eigene Achse gedreht. Sie traf den Werwolf genau am Kopf und beide knallten am Boden auf und rührten sich nicht mehr. Susan! Susan! Oh mein Gott! Susan! Susan, Susan, du lebst. Henry, endlich ist es vorbei. Dr. Stevens ist tot. Susan, ich verstehe nicht. Wie konntest du ihn so einfach? Ich meine, er war doch ein Werwolf. Sieh dir mal meine Schuhe genau an, Henry. Turnschuhe mit einer silbernen Kappe. Kappen aus purem Silber. Sie haben mir all meine Sachen genommen. Nur auf die Schuhe haben Sie nicht geachtet. Das hat uns das Leben gerettet. Ein Leben, das wir zusammen verbringen sollten? Oder was meinst du? Gerne. Vera hätte bestimmt nicht gewollt, dass ich für den Rest meines Lebens alleine bleibe. Außerdem hast du ihren Mörder getötet. Ich denke, sie starb in dem Moment, als Stevens sie gebissen hatte und sie selbst zum Werwolf wurde.
Außerdem denke ich, sie hätte dich auch gemocht. Oh Mann, ein Happy End à la Hollywood. Wie schmalzig. Sie hörten aus der Serie Dreamland Grusel Folge 5, Wolfsnächte. Eine Geschichte von John Baker nach Motiven von H.G. Francis. Henry Ashton, Wolfgang Träger. Susan Clayton, Roswitha Bender. Jack, Oliver Rohrbeck. Dr. Stevens, Jürgen Thormann. Kommissar McKellen, Eckhard Dux. Tante Martha, Gisela Trove. Chris, Sascha Träger. Mary, Kerstin Träger. Larry Connolly, Art Feder. Thomas, Thomas Birker. Yoshi, Yoshi Hayek. Hank, Claudio Hank Vorlauf. Verkäuferin, Anne Kirchberg. Sowie Gabriele Wienand und Frank Baumgart. Produktion und Regie, Thomas Birker. Dialogbuch, Thomas Birker, Yoshi Hayek, Christian Daber und H.G. Francis. Soundabmischung und Endmix, Jörg Schuler. Musik, Tom Steinbrecher und Mario Cunio. Cover und Layout, Daniel Thelen. Mehr über Dreamland Grusel, Toni Ballard und mehr unter www.ts-dreamland.de. Hörspiele Back to the Roots. Und zu guter Letzt gibt es wieder ein kleines Bonusmaterial auf die Ohren. Diesmal zum Jubiläum von Folge 5 haben wir uns was ganz Besonderes für euch ausgesucht. Und zwar die Outtakes, sprich Versprecher von Dreamland Grusel 1 bis 5. Viel Spaß damit! Ja? Oh, ich habe Zuhörer. Hilfe, Hilfe, Publikum. Kampfgeräusche. Au! Ja, schon. Okay, Herr Rode. Ja. Der Erzähler ist gewohnt, gell? Ja, der Erzähler ist Musik, Tom Steinbecher. Steinbrecher. Das ist Dreamland Productions. Was ist das hier mit Sie hören, Kampf der Vagina oder was? Das betrifft Kampf mich nicht. Kampf der Vampire, nee. Das okay. Ist die Kruse-Sache. Ja. Man sagte mir, die Franzosen ist auch schön, entzückend. Voll ein Trope, sag mal. Man sagte mir, die Franzosen seien besonders amüsante und charmante. Man sagte mir, die Franzosen seien besonders amüsante und charmante Gesellschafter. Aber hier in der Provence sind wir wohl schon etwas zu weit von Paris entfernt. Und das mache ich gleich nochmal. Ach, spotte nur. Erst redest du von... Spotte nur. Erst redest du von... Entschuldigung. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber nein. Er brachte Bianca um, da er einen Skandal fürchtete. Er schnitt ihr mit einem Messer die Kehle durch und warf sie über die Klippen ins Meer. Platsch. Ach, jetzt kommt ein herrlicher Satz. Auf dem jungen Oberkörper mit den schwellenden Brüsten und den wohlgerundeten Schultern saß ein halb verwester Kopf mit lidlosen Augen, einem lippenlosen, grinsenden Mund und hautlosen Wangen, in denen sich widerliches Gewürm ringelte. Nein, das ist schön. Das ist schön. Nein, es wird immer schöner. Herr Böttcher und ich haben das Opfer gefunden. Woher wussten Sie, was Sie, Pussy, Dussy? Du hast ja ganz schön viel. Hast du nicht so viel? Nee. Oh, jetzt kommt ein großer Auftritt. Ein Satz. Zwei Worte. Gemeinsam mit Graf Marcel, der herbeigeeilt am... Gemeinsam mit Graf Marcel, der herbeigeeilt am... Wieso arm der immer bei mir? Gemeinsam mit Graf Marcel, der herbeigeeilt am... Och Mann. Oh, das hätte ich vorhin auch machen können. Das so. Ist einfach... Du schaffst das. Ja, natürlich. Ja. Ich höre Pferde gebraten. Ja!
Ich hab gewusst, das wird die schwerste Rolle meines Lebens. Sprich doch nicht so mit Mademoiselle Albert. Nee, Quatsch. Mademoiselle Albert. Okay. Warte, Moment. Hi. Graf Marcel hatte ein Liebesverhältnis mit seiner jüngeren Schwester, nee, Schwägerin. Wäre auch noch sonst doch perverser gewesen. Kastellan. Ach, der von Huibu, wenn ich mir das als Kastellan erlauben darf. Ich kann sagen, was ich will, Sie kriegen alles in den falschen Hals. Sehen Sie hier, unter meinem Trenchcoat. Ich habe eine Flasche Sekt mitgebracht. Ich meine es mit dem Friedensangebot wirklich ernst. Haben Sie Gläser? Silber können diese Monster nicht vertragen. Ob es sich nun um Silberkugeln, einen silbernen Dolch oder auch um... ach ja. Mit schleppenden Schritten trat er ein. Na, gleich nochmal. Seine Pranken schlugen gegen das Gestänge. Ich fange nochmal an. Ich höre wohl nicht richtig. Seid ihr denn alle übergeschnappt? Wie kommen Sie dazu, mir gleich noch drei weitere Morde anzuhängen? Ich bring gleich den Produzenten um und Sie auch. Ach, je. Clay, wir haben einen Augenzeugen. Sein Typ ist Tyrell Costigan. Sein Typ, ja, klar. Yeah, right, fuck. And Pinocchio's a true story, okay. Mann, ich rate Ihnen, mich noch nicht... Ach, je. Natürlich. Die Betroffenen werden aggressiv. Nach und nach kommen Ihnen... Beverly und ich... Mitten in der Nacht gaffen die Leute von ihren Fenstern auf die Straße und hoffen, sie kriegen was zu sehen. Sensationsleise. Rassabutabum. Wir könnten dem aber auch so einen transsilvanischen Akzent geben. Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, wohl da ist eher Reich Ranitzky drin. Verdammt! Jetzt erkenne ich ihn wieder! Es ist tatsächlich Captain Beam... Das... Oh Gott. Bob, der Meister. Er gurgelt aufgrund seiner durchgeschnittenen Kehle. Oh ja, das mache ich jetzt. Wer weiß, ob er nicht noch weitere Entführungsopfer zu Werwölfen gemacht hat. Aber da heute kein Vollmond ist, am Himmel steht... Patz! Au! Oder... Aua! Nein, Mama! Das ist für das Leid. Verdammt! Lass los, Rainfelder! Rheinfelder. Verdammt, lass los, Rainfelder, no Rain. Du musst bei der nächsten Station aussteigen, Gary. Das kann ich nicht, das ist zu früh. Als ich dann herausbekam, dass Vater beinahe jeden Tag nach Dings da fuhr, muss ich nochmal, Forching. Als ich dann herausbekam, dass Vater beinahe jeden Tag nach Forching. Forching. Macht Renngeräusche? Nein. Dieser Satan. Entschaut das zu viel. Ich traf ihn in der linken Halsschlagader. So, den sind wir los. Und man ist gerade dabei, sie zu beerdigen. Na, nochmal. Ja, immer vorausgesetzt, ich habe eine Seite 16, die habe ich nämlich gar nicht. Wenn die Hölle endgültig auszieht aus meinem Körper, den ich ihr vor 2 Jahrhunderten so blind und willig überließ, wird auch der Pakt seine Gültigkeit verlieren. Man spielt sich hier die Seele aus dem Arsch und ihr macht immer Blubstes. Ich weiß, doch, macht doch Spaß. Ida, ich bin noch hier. Und ich komme, um dir dein Leben zu holen. Verdammt, ich meine natürlich, um mir dein Leben zu holen. Hey, es gibt Menschen, die haben Scheu vor Psychiatern. Sie wollen nicht, dass man sie für verrückt hält. Ich mach's einfach nochmal. So, ich die Reporterin. Okay. Die ist ja easy. Im Prinzip. Denke ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Hören Sie. Wo kämen wir hin, wenn jeder Mann, der einen Lebenspartner hat, dem es dreckig geht, zu mir käme und von mir Geld haben wollte, um ihm eine kostspielige... Schwampf? Hören Sie. Wo kämen wir hin, wenn jeder Mann, der einen Lebenspartner hat, dem es dreckig geht, zu mir käme und von mir Geld haben wollte, um ihm eine kostspielige Behandlung zu finanzieren? Ich bin schließlich Geldverleiher. Oh, shit. Sie hätten es in der Hand, Mary, das Leben zu retten. Sie
Pardon. Sie hätten es in der Hand. Nein. Das Spiel ist aus, Mr. Todd. Werfen Sie das Rasierwasser, Mac, und... Entschuldigung. Es wurde schon so richtig gemütlich, nicht? Und dann plötzlich Peng. Ich kann mir das nicht erklären. Hier. Ich kann mir das nicht erklären, mir zwei hier. Ha? Okay. Ich muss auf die Toilette, aber ich kann nicht. Habt ihr irgendwie so einen Eimer, falls ich losreiern muss? Mit schweren Herzens stand ich vor dem Tor. Hier im Ort gab es sowieso nur noch 7... Nein. Ich muss zu meiner Stande geschehen. Diese Bestie hat's auf uns abgesehen. Lauf, Mary. Okay, aber stirb langsam. Würdest du so sagen, dass wir beide noch ein paar Mal sterben? Toll, das sind ja Aussichten. Da kommst du hierher und darfst dann ein paar Mal sterben, als ob einmal nicht reichen würde. Okay. Woraufhin Hank ohnmächtig zu Boden ging. Der Hank ging ein bisschen unter. Was ging unter? Der Hank eben. Der Hank ging unter. Das soll er nicht. Gegen 6 Uhr verließen wir das Restaurant. Wir machten uns danach. Was heißt denn uns? Steht doch gar nicht da. Sie meinen die beste... Naja, ich war mal selbst längere Zeit ein Werwolf und weiß darum, wie es ihm zumute ist. Ich zuckte zusammen. Stevens Verwandlung in einem Wolfmenschen war fast abgeschlossen. Sein behaartes Haar... Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ihr wolltet den Kampf. Jetzt bekommt ihr ihn auch. Sie küssen sich schon wieder. Stevens, du wolltest mich... Warte mal. Ich bin der Freak. Ich bin der Freak von Joho. Ich bin der Freak von Joho. Und ich bin Napoleon. Nein, bist du gar nicht. Sechste Ripper bist du. Ich bin Napoleon. Nein, Sechste Ripper. Gestern warst du der grüne Geist, morgen der Karpatenhund. Aber heute bist du Sechste Ripper. Ich bin Ameisenkönig. Nein, bist du gar nicht. Ameisenkönig bist du gar nicht. Ich bin die Bienenkönigin. Moby Dick. Nein. Captain Ahab. Nein, Onkel Tom Schütte! Onkel Tom Schütte! Und ich bin Winnetou. Das? Nein, du warst niemals Winnetou. Doch, ich bin ich. Winnetou, niemals Winnetou. Lego Shatterhand oder was da? Nee. Ich bin die Inkarnation von Winnetou. Inkas? Winnetou. Inkarnation, was? 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 Inkarnation, wie? Dabei unten da, 27. Genau das. Hört sie beim Spazieren Spaß. Kann ich hier an den Busen fassen? Aber. Ja, Spaß haben, was kann man da? Oder woanders anfassen? Ja, ich überlege gerade, wie ich das so. Ah ja, nun hier, da so gut, ja. Wir sind durch. Und wenn Sie nicht gestorben sind? Samstag in 8 Tagen. Das ist schon alles. Reicht das? Ja, klar. So, ja, das war's. Sicher? Gut, und tschüss. Ist das ein schönes Ende? Zum Jubiläum der 5. Folge gibt es hier sogar noch einen Hidden Track. Und zwar haben wir hier für euch die Deleted Scenes zusammengestellt. Die erste Szene, die geschnitten ist, ist die, in der Henry zu Jack in die Zelle zurückkehrt, nachdem er erfahren hat, dass er am nächsten Tag entlassen wird. In der Urversion gab es die Idee, dass Jack in die Anstalt kam, weil er angeblich ein verrückter Verbrecher sei. Da wir dies aber im Nachhinein nicht gut fanden und sich darauf auch später nicht mehr bezogen wird, haben wir es weggelassen. Henry, nutz die Chance, wieder nach draußen zu kommen und fang ein neues Leben an. Versprich mir, dass du es da draußen so richtig genießt. Deine Frau hätte auch nicht gewollt, dass du Trübsal bläst. Vergiss mich aber bitte nicht und wenn du deine neue Adresse kennst, teil sie mir bitte mit. Klar, das ist doch Ehrensache. Deine Strafe hast du abgesessen und geheilt bist du mittlerweile ja auch wieder. Dann dürfte es ja nicht mehr allzu lange dauern, bis du auch hier rauskommst und dann machen wir da draußen zusammen einen drauf. Versprochen? Versprochen. Okay, ich werde morgen die Anstalt verlassen und mein Leben wieder in die eigenen Hände nehmen. So wie der Doc und du es gerne von mir sehen wollt. Ihr habt schon recht. Vera werde auch nicht wollen, dass ich mich aufgebe. Jack, du bist ein prima Kerl.
und die Vorwürfe, die man ihr entgegengebracht hat, glaube ich nie und nimmer. Was immer auch kommt. Wir bleiben Freunde. Im Dialogbuch wurden Yoshi und ich als Cameo-Auftritt verewigt. Das Gespräch über gute Fortsetzungen, schlechte Fortsetzungen war eigentlich etwas länger. Aber ein Freund meinte, die Nennung zwei großartiger Regisseure sei etwas, was das Hörspiel nicht mehr zeitlos machen würde. Und da wir das Hörspiel auch nicht unnötig länger machen wollten, haben wir uns entschieden, auch dies zu schneiden. Klasse, der Film war Gänsehaut pur. Ich hätte nicht gedacht, dass die nach drei Teilen nochmal so einen tollen Film zusammenbauen können. Allerdings, aber da siehst du es wieder. Wenn man mit dem Herzen dabei ist und nicht nur an die Kohle denkt, kommt auch was Gutes bei raus. Ich denke mal, wenn die keine guten Ideen mehr gehabt hätten, dann wäre der Film gar nicht erst gedreht worden. Sehe ich ganz genauso. Man merkt einfach, wenn jemand mit dem Herzen bei einem Filmprojekt dabei ist. Ob Peter Jackson, der ein Herr-der-Ringe-Fan ist, die Bücher verfilmt hat, oder Sam Raimi und seine Spider-Man-Filme. Man merkt einfach, wenn es nicht nur ums Geldverdienen geht. Thomas, apropos Sam Raimi. Ich bin ja mal gespannt auf Tanz der Teufel 4. Ja, ich auch, aber sag mal, wie wird der Film denn jetzt heißen? Armee der Finsternis 2, Tanz der Teufel 3 oder wirklich Tanz der Teufel 4? Gute Frage. Steht bisher, glaube ich, noch nicht fest, aber eigentlich müsste es... Psst, hast du das nicht gehört? Auch die Szene im Café wurde geschnitten, da ich die geschnittenen Texte beim Hören überflüssig fand und der Break nicht gut gekommen wäre. Mir lief ein eiskalter Schauer über den Rücken. Man vermutete hinter der Tat einen wahnsinnigen Killer oder einen tollwütigen Hund. Die Opfer waren auf grausamste Weise entstellt von Passanten gefunden worden, wie ich der Zeitung entnehmen konnte. Mister, was haben Sie denn? Was ist denn los? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Es ist alles bestens. Ich habe nur einen wichtigen Termin vergessen. Die Szene, in der Kommissar McKellen Henry Ashton besucht, ist am Ende auch geschnitten, da ein Gespräch über Kaffee niemanden interessiert und der letzte Satz Henry Ashtons auch nicht wirklich wichtig ist, da auch so rauskommt, dass er sehr verunsichert ist, ob er der Täter ist oder nicht. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Danke. Und danke für Ihren Besuch. Keine Ursache. Und danke für den Kaffee. Gern geschehen. Jederzeit gerne wieder. Auf das Angebot komme ich gerne nochmal zurück. Da geht er hin mit der Sicherheit, dass ich mit dem Vorfall nichts zu tun habe. Und dabei bin ich mir selbst noch nicht mal sicher. Und auch das Finale ist etwas geschnitten. Als es darum geht, wie Susan den Werwolf so einfach töten konnte, kommt ein bekanntes Zitat vor, was ich im Nachhinein etwas aufgesetzt fand und deswegen nicht mit drin gelassen habe. Henry, endlich ist es vorbei. Dr. Stevens ist tot. Susan, ich verstehe nicht. Wie konntest du ihn so einfach? Ich meine, er war doch ein Werwolf. Sieh dir mal meine Schuhe genau an, Henry. Turnschuhe, ich weiß, aber das hier ist keine Modenschau und du kannst tragen, was du willst, auch ganz alte Turnschuhe. Sieh dir meine Schuhe an. Turnschuhe, wie ich schon sagte. Turnschuhe mit einer silbernen Kappe. Wir hoffen, ihr hattet alle viel Spaß mit unserer 5. Folge von Dreamland Grusel und bedanken uns für eure Treue. Auf noch viele, viele weitere Folgen. Euer Dreamland-Team.